Mein Zimmer sieht im Vergleich zu damals ein bisschen anders aus. Kein Problem. Zumindest können wir chillen. Das hier ist nicht unbedingt meine Chill-Out-Ecke. Dafür sorgt mein Stiefführer. Komm rein, mach die Tür zu. Und mach Musik an. Ich brauche eine Minute. Hey, gib das her! Sorry, ich wollte nicht neugierig sein. Sie war offensichtlich eine gute Freundin. Es ist noch milder ausgedrückt. Das ist Rachel Amber. Ihre Vermisstenposter hängen überall in Blackwall. Ja, die Dinger habe ich angebracht. Sie war mein Ein und Alles. Nachdem mein Dad gestorben ist und du umgezogen bist, habe ich mich so verlassen gefühlt. Rachel hat mein Leben gerettet. Mann, ich hatte ja keine Ahnung. Tja, du hast doch nicht viel dafür getan, es rauszufinden. Ich war 14. Wir waren beste Freunde. Das habe ich nie vergessen. Auch wenn ich ein Arsch war und mich nicht bei dir gemeldet habe. Aber du hattest Rachel. Rachel hat mir immer den Rücken gestärkt. Wir wollten der Welt so richtig in den Arsch treten. Du hättest darüber gelacht, wie verschieden wir waren. Sie wollte berühmt werden. Sie sieht aus wie ein Model. Ja, das war ihr Plan. Unser Plan. Raus aus Bigfootville und ab nach Los Angeles. Kann ich gut nachvollziehen, aber ich schätze, deine Mutter war darüber nicht so glücklich. Sie war glücklich genug, einen Nazi zu heiraten. Grund Nummer 356 abzuhauen. Ja, ich merk schon. Und wann genau ist Rachel verschwunden? Vor genau 6 Monaten. Sie ist einfach raus aus Arcadia. Ohne ein Wort. Und ohne mich. Was ist mit ihren Eltern? Suchen sie nicht nach ihr? Die wollen es einfach nicht wahrhaben. Max, ich weiß, dass ihr was zugestoßen ist. Ich vermute, du weißt sogar mehr als das. Bevor sie verschwunden ist, meinte sie, sie hätte jemanden kennengelernt, der ihr Leben verändert hätte. Und dann war sie weg. Und du hast seitdem überhaupt nichts mehr von ihr gehört? So wie alle in meinem Leben. Mein Dad, du, jetzt Rachel. Einfach weg. Kannst du jetzt bitte die Musik anmachen? Anyway, in der Garage findest du alle Werkzeuge, die du brauchst für deine Kamera. Chloe, ist wirklich alles okay? Sicher, alles tutti. Ich will gerade einfach nur alleine sein und eine Runde kiffen, okay?